Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute die Luches 2016 von dem Mai. Und machen wir sie auch direkt gleich mal auf. So, dann machen wir sie auf. Okay, hier ist der Zettel. Loot Chest Mai 2016. Ja, da steht wie gewöhnlich wieder das ganz normale Zeugs drin. So sieht sie jetzt aus. Und das erste packen wir auch gleich direkt mal weg. So, Star Wars, The Force Awakens, das ist glaube ich eine Hallbox. Ja, habe ich wirklich gehört. Dann haben wir hier Pixel Tactics. Das sind Spielkarten, 8-Bit-Kartenduell. Ja, das ist ziemlich cool. Dann haben wir hier Flafur Fassas Mix 2 Create a New Flafur Banana Pear Apple Strawberry Bottom Cotton Candy Marshmallow Banana Bubblegum Fruit Punch. Dann würde ich mal sagen, probieren wir auch direkt mal. Ja, die sind ziemlich lecker. Ja, die schmecken richtig lecker. Und ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Dann haben wir als nächstes die neue Comic-Serie Perry Rhodan Luches Variant Cover Edition. Ja, das werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Das ist so ein Comic mit kurzen Texten. Also, wer eine eigene Loot-Chest hat, der weiß wieso und um was es hier geht. Ich werde mir das heute durchlesen. Als nächstes haben wir ein T-Shirt. Also das ist von, hier ist es nochmal Captain America, genau. Ein T-Shirt. Ziemlich cool. Als nächstes haben wir Popeye Energy Drink. Ich schätze mal, der schmeckt je. Okay, Green Apple Energy Drink. Okay, das ist doch kein normales Red Bull oder sonst irgendwas. Und jetzt kommen wir zu dem einen. Das ist ein Plus. Und da habe ich ein zweites T-Shirt bekommen. Und das ist von Mask Effect. Normandy SR2 Systems Alliance Navy Flight Crew. Okay, das ist so das letzte, was wir hier haben. Das war's jetzt auch von der Loot Chest Mai 2016 und ich hoffe, mein Video gefällt euch und würde mich über ein Abo und ein Like auf Facebook und eventuell teilt es euren Freunden und zeigt es, was diesmal in der Loot Chest so drinnen ist. Und bis zum nächsten Video.